Beutelomäus. Fertig. Morgen können wir mit frisch poliertem Rentiergeschirr zu den Kindern galoppieren. Ach ja, ihr könnt auch, Herr Elch, ja? Wie bitte? Na, ich bin auch fertig. Oh, vielen Dank, Beutelomäus. Der Mantel sieht hervorragend aus. Ja. Ja, dann kann ja bei der Bescherung morgen nichts mehr schiefgehen. Ja, was die Bescherung in diesem Jahr betrifft, da hast du natürlich recht, nicht? Aber wenn ich da an meine erste Bescherung denke. Ach ja? Ja. Was war denn bei deiner ersten Bescherung, Beutelomäus? Also, Chef, das weißt du ganz genau. Nein, entschuldige, das weiß ich nicht. Oh. Das ist ja gut. Ich habe es gern, wenn du so entsetzt guckst, Beutelomäus. Also, was war? Der falsche Weihnachtsmann, ja? Und du, ja, Gerlach, war ja fast am Ziel. Er hatte dafür gesorgt, dass du bei der Bescherung von Martha und Mathis draußen vor der Tür warten musstest, sodass er drinnen ungestört als falscher Weihnachtsmann die arme kleine Martha zum Weinen bringen konnte, während ich mich beeilte, zu euch zu kommen. Ja, es ist mein Tränchen, ja. Heulsuse, wie dein Bruder, eine kleine Heulsuse. Ja, komm doch her, Tränchen. Ach, nein, Martha, nicht weinen. Das ist der fiese Doppelgänger. Komm. Ja, lach. Das Spiel ist aus. Weihnachtsmann! Meine Tränen! Meine Tränen! Meine auch die Träne für meine Glückssuppe! Nein! Jetzt geben Sie mir meinen Mantel zurück und den geheimen Plan der Bescherung. Beutelomäus und ich haben heute noch sehr viele Kinder glücklich zu machen. Meine Tränen. Na, jetzt aber sofort! Ja. Weißt du, Gerlach, ich habe schon so viel geweint, da kann ich dir doch ruhig eine Träne schenken. Das würdest du wirklich tun? Nein, Martha, nein. Gerlach ist für sein Glück selbst verantwortlich. Dabei kannst du ihm nicht helfen. Aber heute ist doch Weihnachten. Tränen sind kein gutes Geschenk, Martha. Also. Damit hiermit komme ich zu allen Kindern der Welt. Das war für meine Glückssuppe. Den schnapp ich mir. Ach, nix, der Sack. Sack, gib mir den Plan. Das ist ein... Bleib stehen, Sack. Bleib stehen! Rückwärts, Wasser! Ja, komm, Sack, komm! Na, komm! Ja, rückwärts, Wasser! Verflixter Sack, jetzt hüpft er einfach rückwärts vorwärts. Bleib stehen, Sack! Bleib du stehen! Gib mir sie auf! Nein, niemals! Na, warte, Sack! Na, warte! Oh, ihre Tinkturen sind alle verbraucht! Sag bitte gib mir den Plan. Hab doch Erbarmen. Gib mir den Plan, ich brauche ihn doch für meine Glückssuppe. Sag, 30 Jahre habe ich an dieser Glückssuppe gebraut, weil ich schon seit meiner Kindheit wünsche, einmal glücklich zu sein. Bitte gib mir den Plan, ja? Nein. Sie müssen lernen, glücklich zu werden, indem Sie anderen Menschen Gutes tun und nicht, indem Sie Kinder zum Weinen bringen. Bitte, sag, bitte gib mir den Plan der Bescherung. Ich bringe ihn auch wieder zurück, das verspreche ich. Ich bringe euch wieder zurück und da könnt ihr doch im nächsten Jahr, die Kinder könnt ihr doch im nächsten Jahr wieder bescheren und sogar ganz ohne Tränen. Und die Kinder kommen dort drüber weg. Gib mir bitte den Plan, bitte. Na gut, nehmen Sie sich ihn. Wirklich? Mhm. Wirklich? Danke, Sack. So. Na sowas. Der Plan scheint fest zu klemmen, Herr Doppelgänger. Ich glaube, Sie müssen beide Hände benutzen. Ich nehme beide Hände. Die Suppe. Ich habe den Plan. Oh mein Gott.
Meine Glückssuppe. Du hast meine Glückssuppe zerstört. Ja, im Namen aller Kinder. Meine Glückssuppe. Vorbei. Es ist vorbei. Ja. Da ist er, Bartholomäus. Er hat es geschaffen. Was ist denn passiert? Er hat den geheimen Plan der Bescherung. Was ist denn mit der Glückssuppe? Wo ist Gerlach? Okay, ah. Danke. Gerlach hat aufgegeben und die Glückssuppe ist zerstört. Ah, oh, yippie! Bravo, Bartholomäus. Bravo. Bartholomäus, was ist denn? Geht es dir nicht gut? Naja. Hm. Bartholomäus, komm her. Warum hüpfst du denn rückwärts? Ja. Um Himmels Willen, war das Gerlach? Er hat mich mit Rückwärtswasser besprengt. Und jetzt kann ich nicht mehr vorwärts hüpfen. Und so kann ich doch nicht die Kinder bescheren. Rückwärtswasser, aber da muss es doch ein Gegenmittel geben. Vielleicht hilft ja Kitzeln. Weiß ich nicht. Ich probier's. Ich probier's. Und. Na? Ja. Oh nein. Nein. Ich hab's. Bartholomäus hüpft jetzt falsch herum? Das ist nicht lustig, sondern dumm. Damit ist es 1, 2, 3, ein für alle Mal vorbei. Und? Nein. Tja, dann werde ich wohl damit leben müssen. Aber ich werde tapfer sein, ja, wie Martha. Ach, mein armer Bartholomäus. Ja. Ich möchte dich auch drücken. Es funktioniert. Ich kann wieder vorwärts hüpfen. Die Umarmung war das Gegenmittel. Oder es war mein Kitzel. Nein, das war doch mein Zauberspruch natürlich. Nein, es war alles zusammen. Was jetzt? Was soll ich jetzt bloß tun? Vorbei. Alles ist vorbei. Er konnte einem fast leid tun. Ja, fast. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass er alle Kinder der Welt zum Weinen bringen wollte. Hm? Das stimmt. Das wäre die traurigste Bescherung geworden, seit es Weihnachten gibt. Aber das hast du ja Gott sei Dank in letzter Sekunde verhindert, mein tapferer Bartholomäus. Und du auch. Halt! Die Glückssuppe ist zwar zerstört, aber die Geschichte ist doch noch gar nicht zu Ende. Ja, da hast du recht. Zwei Menschen waren ja ziemlich unglücklich am Heiligabend. Ah, zwei Menschen? So, dann erzähl. Nein, jetzt ist es Zeit, ins Bett zu gehen. Wie es weitergeht, das werden wir morgen. Aber Chef, morgen ist doch Bescherung und da haben wir viel zu tun. Oh, für eine Geschichte ist immer Zeit, mein Bartholomäus. Wenn du meinst.